Ja, guten Morgen, liebe Videofreunde. Ich bin mit Hundi unterwegs. Es ist auch nicht ganz so früh. Wir haben schon nach 9 Uhr heute. Wir haben lange geschlafen und den Tag ganz ruhig angehen lassen. Und jetzt gehen wir erstmal schön Gassi und gehen mal wieder in die Natur am frühen Morgen. Ja, hier ist der kleine Hafen, wo man Stopp machen kann, allerdings nur mit kleinen Booten. Da drüben ist der Deich, da fahren die Leute mit dem Fahrrad lang. Da sind wir gestern Abend lang gelaufen, aber heute früh habe ich mich mal für einen anderen Weg entschieden. So, mal gucken, ob wir da vorne rein können und laufen können. So, also hier ist schon fertig, das war's. Schade, ich habe gedacht, man könnte da hinten langlaufen. Bei den Kühen, aber leider nicht. Schade. Also, gehen wir wieder zurück. Ne? Gehen wir wieder zurück. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Everyone judges. Until I'm safe again, I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying. Und du, kleiner Mann, hast Durst, ne? Wir gehen jetzt heim. So, ich will euch mal schnell die Entsorgungsstation zeigen. Gerade eben sind nämlich so, nicht so viele Leute hier. Also es ist gleich hier um die Ecke. Ich habe es richtig gut. Da steht Papine. Und hier um die Ecke ist gleich die Entsorgungsstation. Ihr habt ihr Trinkwasser und hier ist zum Ausspülen für die Toilette. Und ja, man soll hier, sagte er, entsorgen. Alles kommt hier rein. Das wäre zu groß oder zu schwer, hat er gesagt. Also man könnte alles hier rein schütten. Naja, gut. Haben wir gestern gemacht. Mache ich nachher auch noch gleich. Ich mache das nämlich jeden Tag. Und jetzt werde ich noch das Abwasser wegbringen. Das mache ich auch jeden Tag, damit das nicht so riecht. Und gestern Abend habe ich weggebracht und das mache ich jetzt auch noch. Und dann bin ich für heute durch. Dann habe ich frei. Und dann werde ich wahrscheinlich meine Fingernägel machen. Das gehört auch zum Alltag. So, wir haben ein neues Problemchen.
Und zwar ist der Wasserhahn undicht. Hier ist alles nass. Wenn du aufmachst, merkt man, da kommt es richtig rausgelaufen hier. Aber nicht nur hier leider, sondern das läuft nach innen rein. Und ich habe das gestern Abend gemerkt, dass andauernd hier Wasser steht und richtig dann viel. Und ihr seht, wenn ich hier drauf drücke, kommt das Wasser da raus. Ja, und da ich in Übelgau sowieso, also nach Übelgau muss, weil wir unseren Kotflügel bekommen. Das war nämlich so ungünstig, die Delle. Die hat zwar überhaupt gar keine Kratzer, aber da sind halt diese Knicke drin vom Rad. Und das war ganz schlecht. Also man sagte, es wäre nicht möglich, das auszubeulen. So, und das heißt, wir brauchen einen neuen Kotflügel, was jetzt nicht so schlimm ist. Der ist gar nicht so teuer, aber das Problem ist, nehmt euch mal mit raus. Das Problem ist, dass auf diesem Kotflügel, Moment mal. Das Problem ist, dass auf diesem Kotflügel hier der Aufkleber von Malibu, das Stück hier, ist. So. Und dann kann man nicht nur das Stückchen hier natürlich bestellen, sondern man muss die ganze Front neu bestellen. Und das ist teuer. Das Ganze kostet uns ein paar Mark. 500 Euro haben wir Selbstbeteiligung. Die müssen wir sowieso bezahlen, weil wir Vollkasko haben. Also es war ein teures Einparken gewesen. Gut, dass ich das nicht war. War's ein Glück. Ja, und da ich sowieso nochmal nach Übelgau muss, dann sollte das gleich dann mit reparieren da. Immer was Neues, ne? So, liebe Videofreunde, jetzt geht es wieder weiter. Ich hatte jetzt gestern hier einen total schönen Tag gehabt, tolles Wetter. Gestern war es allerdings etwas schwül, heute ist es noch schöner. Wir haben so 22, 23 Grad und es ist ein frischer Wind, angenehm, ganz, ganz toll. Der Stellplatz meines Erachtens nach ist sehr zu empfehlen. Ihr habt hier alles, Ver- und Entsorgung und ihr habt auch Toiletten und Duschen. Da kriegt man dann einen extra Schlüssel dafür. Das kostet 2,50 Euro extra. Ansonsten kostet der Platz 12,50 Euro inklusive Strom. Und ist auch wunderschön gelegen. Es ist, ihr hört es, also total ruhig hier. Also wenn man sich mal erholen will, wunderbar. Es gibt Plätze, die sind direkt an der Oder. Und da könnt ihr direkt stehen. Aber ich habe mir halt im Plätzchen hier unter dem Ahornbäumchen ausgesucht. Das war schön schattig. Ihr habt hier überall so Bäume, wo ihr euch hinstellen könnt und Schatten suchen könnt. Also das haben sie wirklich schön gemacht. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde den Platz auf jeden Fall empfehlen. Gibt es bei Park for Night. Ich verlinke euch den unter dem Video. Und ja, mehr ist nicht zu sagen. Sind auch übrigens sehr viele Fahrradfahrer hier. Hier gibt es so eine kleine extra Abtrennung für Zelte. Und da könnt ihr Zwischenstopp machen, auch mit einem kleinen, mit einem kleinen Tisch. Ja, das war's. Jetzt geht's weiter. Mal schauen, wo es uns heute hin verschlägt. Tschüss! Bin ich hier an so einem Wildparkgehege vorbei, dachte ich, jetzt halte ich doch nochmal und guck doch mal. Jo, hier steht das Kind. Du hast keine Angst. Ich tue dir ganz bestimmt nichts. Mehr? Ja.
Hier in dem kleinen Ort Bärwinkel hingestellt und geparkt. Ich hätte hier auch vorbeifahren können. Und zwar ist hier ein Bauwerk vom Schinkel. Und zwar war das sein erstes Bauwerk, eine Molkerei. Und das ist genau, schalt mal an. Nehmt euch mal raus. So, das ist genau hier. Yeah, I must try to figure it out alone. And now, ooh, when you're gone, ooh, I know things won't be the same no more. So, jetzt geht es weiter nach Letschin, heißt es, glaube ich, und da soll es einen Stellplatz geben. Schauen wir mal. Also, fahren wir mal los. Sehr warm heute. Es war schön, trocken, aber es ist sehr warm. Hier geht es jetzt links rein. Also so ein ganz kleiner Weg nur. Ich bin auch vorbeigefahren. Ich habe dann da vorne auf dem Feldweg irgendwo gedreht und bin wieder zurück. Man sieht es wirklich kaum. Da steht auch nichts dran, dass da diese Schinkel-Bauwerk steht. Also hier scheint keiner zu sein, da muss ich mal gucken, ob ich eine Telefonnummer bei Park for Night finde. Aber ich hoffe mal, das klappt, weil das ist nämlich echt schön hier.
eigentlich ein total schöner Platz, aber es ist leider keiner da. Ja, es ist leider keiner da und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich machen soll. Fahre ich jetzt einfach hier drauf und stelle mich hier hin? Ich habe keine Lust weiterzufahren. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Ich meine, ich war ja da und habe geklingelt und es ist keiner da. Also stelle ich mich jetzt einfach hier hin. Ich werde mich doch nicht wieder wegschicken. Das glaube ich ja nicht. Bin ja auch ganz alleine hier. Ist kein Mensch da. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Hier ist schön schattig. Hier würde ich gerne sein. Hier kräht der Hahn. Das ist Idylle pur hier. Sonst müsste ich jetzt bis nach Frankfurt fahren. Habe ich keine Lust. Ansonsten muss ich wieder zurückfahren. Da habe ich auch wieder keine Lust, nochmal zurückzufahren. So, ich habe mich jetzt entschieden. Also ich werde wohl weiterfahren, weil ich weiß ja nicht, ob die Leute im Urlaub sind oder nicht da sind oder irgendwie. Hier ist auch null Internetempfang, gar nichts. Also von daher, ja, fahre ich weiter. So, also ich habe mich entschieden, ich fahre wieder an meinem ersten Stellplatz zurück, an die Oder-Neiße-Mündung. Oder nur an die Neiße-Mündung sozusagen. Da hat es mir ehrlich gesagt am besten gefallen. Und da fahre ich jetzt wieder zurück. Und dann bleibe ich vielleicht morgen noch einen Tag da und dann geht's auch heim. Von daher hatte ich ja jetzt eine schöne Zeit gehabt. So, ich bin angekommen und Huni kriegt wieder Futter gekocht. So, Huni, sein Essen zischt. Das mache ich gleich aus. Koch gerade mit einem Schnellkochtopf. Kriegt er immer sein Futter gekocht. Das ist gleich fertig. Dann muss ich noch Kartoffeln kochen. Und ich mag gar nicht mehr. Ich bin ganz schön kaputt. Aber wir haben vielleicht das Problem für Dolden gefunden. Und zwar waren das seine Magentabletten. Der kriegt ja schon seit Jahren Omeprazol aller 3 Tage. 10 Milligramm. Und es hat ja überhaupt nichts geholfen, egal was wir versucht haben, nichts. Und Michael liest sich die Verpackung, also die Beilage durch und da steht unter Nebenwirkungen drauf Blähungen und Durchfall. So, da haben wir gesagt, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob es Tatsache das ist und es scheint Tatsache die Tabletten zu sein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Geld wir die letzten Monate ausgegeben haben für irgendwelche Untersuchungen. Da hätte auch mal ein Tierarzt drauf kommen können. Der weiß ja, oder diejenige weiß ja, was Dolden für Medikamente kriegt. Keiner drauf gekommen. Da sind wir nur selber drauf gekommen. Ich kann, wirklich, wir haben hunderte Euros ausgegeben. Naja, aber wie gesagt, ich mach jetzt mal aus, das müsste gut sein. So ist es halt. Ja, und dann werde ich mir ein Salätchen machen. Mehr mache ich heute nicht. Ich mache mir einfach nur Tomaten und Gurken und ein bisschen Schafskäse wieder. Oh, das esse ich so gerne im Sommer. Ich habe überhaupt keine Lust zu kochen. Ich war heute echt von 11:30 bis um Abend, 6:30, glaube ich, war ich hier. War ich nur unterwegs. Weil ich dann auch da gewartet habe an dem Stellplatz, wo keiner, kam aber keiner. Und ja, schade, war ein schöner Stellplatz gewesen. Schön schattig und so. Aber jetzt wird es ja eh ein bisschen kühler und Wolken sind gekommen und so. Das ist, wird es ja eh nicht mehr so ganz so sonnig und so warm. Und wenn ich morgen hier bleiben sollte noch einen Tag, weil es ist ja wirklich schön hier, dann mache ich morgen meine ganze Arbeit. Videos überspielen, Bilder überspielen, die jetzt von den letzten 2 Tagen. Und dann mache ich das morgen. Aber heute mache ich nichts mehr. Ich bin echt kaputt. Und dann habe ich gerade Nachrichten geguckt. Die Heizungskosten können sich verdreifachen und das wird so viele treffen, ich möchte nicht drüber nachdenken. Es ist auch von den Wohnmobilen her nichts los. Normalerweise sind immer so viele Wohnmobile unterwegs. Auch da, wo ich jetzt gewesen bin, auf dem Stellplatz,
Es waren immer noch Stellplätze frei, jede Menge. Ich meine, es war schön so. Ich fand das toll. Also der Stellplatz war richtig schön. Gestern und vorgestern. Aber, ja, die merken das auch alle. Die Leute fahren nicht mehr so viel. Die können sich das nicht leisten, die Spritkosten. Hallo! Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Und jetzt höre ich auch auf. Also, ich mache mir jetzt was zu essen. Der gute Mann war gerade da zum Kassieren. Er gibt mir noch ein bisschen Infomaterial. Und dann mache ich es mir gemütlich.